Hier, let's go. So. Wo war ich denn? Grünweg. So, wo muss ich hin? Pipa! Pupa! Pipa! Ich habe rüber? Weiß ich gar nicht. Find mal raus. Gemma, was geht ab? Wie geht's dir? Alles klar, schön, dass du da bist. Ups, wie war dein Tag? Was geht ab, Manu? Schön, dass du auch schon da bist. Wie geht's dir? Kriegst einfach zeitlich nie auf die Reihe, ne? Not too much. Das ist aber schade. Maxi, was? Die hat's noch gar nicht verwendet, weil wir waren den ganzen Tag nicht zu Hause. Müssen wir. Versuch's gerade, wie man uns. Hi Goat, was geht? Hallo Ines, was geht ab? Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Maxi ist auch gleich am Start. Die hat noch gar nicht geguckt. Wie geht's dir, Ines? Was bleibst du? Was spielst du? Spielst du immer noch? Sims. Was geht bei dir, Goat? Was hast du getrieben heute? Wie war der Tag? Ups, nicht aufgepasst. Dumm. Ach, die Cola. Jetzt sollte ich pausieren. Ja. Ghost hat auch geschrieben, Herr Maxim. Oh, es ist so warm. Und Ines ist am Schlüssel. So meine Lieben. Jetzt bin ich da. Sie sind alles da. So, hello Manu. Was hat das gelurkt? Okay, dann viel Spaß am Lurki. Hallo Gemma. Schön, dass du da bist. Und hallo Ghost. Ach, Ghost. Ghost, Katzenghost, gell? Katzenghost? Ja, Katzenghost, ja. Wie geht's dir? Hast du dich etwas erholt? Und ihm geht's? Ja, mir geht's super. Bin ein bisschen Fortnite, aber nicht mit Manuel. Aber nicht, nee, Manuel. Nicht Manuel. Manuel ist eh nicht da, Manuel ist im Lurk. Und Erik und Sven zocken Diablo. Aber es ist schade, dass du nicht mitspielen kannst, gell? Das ist ein bisschen zäh, ja. So, aber ich hab schon wieder. Ich bin schon wieder. Der gute alte Lehrerin-Rimper. Ja. Und hallo, herzlich willkommen, Ozzelot. Was wieder? Wie geht's dir, Ozzelot? Wie war der Tag? Ab morgen bin ich auch bei Diablo dabei. Voll geil. Sehr schön. Hier, ja, morgen ist ja. Ist ja Release. Guten Abend, Niton. Was geht ab? Oh, schau mal, wer da ist. Wie geht's dir? Ja, wir müssen jetzt ich würde auch sagen, wir machen das jetzt einfach mal heute fest so. Ich werde heute Abend wieder viel zu lang streamen. Die Maxi wird wieder um 10 ins Bett gehen und dann werde ich dir heute Abend sagen, dass die Maxi schläft und wir das nicht was mehr machen. nein, ich würde jetzt echt gerne mal ein bisschen quatschen. Super sad, dass wir das. Ich bin aber, mein Time-Management ist zurzeit so gefickt, ne? Vielleicht sollten wir einfach mal, bevor wir streamen, quatschen. Das wäre auch eine Idee. Ja, es wäre schön, wenn wir, bevor wir streamen, mal ein bisschen Zeit hätten. Was meinst du, warum wir immer so spät streamen? Mir ist gut gehen. Okay, oder was geht? Wie geht's dir, Niton? How's it? Schön, dass du da bist. Ja, sehr schön, dass du da bist. Wir freuen uns einen Ast. Ich habe, glaube ich, gestern mit meiner leicht homosexuellen Aussage den lieben Catastrophic verscheucht. Gut, bis ein Kopf viel zu lange in der Sonne gewesen. Oh, shit. Aber Sonne gut. Sonne gut für Psyche. Ah, hast du einen Sonnenstich oder was? Ja, nee, das wird er anders sehen. Ja, ich habe ja gesagt, dass er ein süßer Boy ist und das fand er, glaube ich, nicht so geil. ich weiß nicht, ich bin so. Mir ist das so. Weiß nicht. Ist aber ein süßer, ja, finde ich halt auch. Ne? Aber fand er wohl nicht so. Ups, fand er wohl nicht so witzig. Hornet schon dead, ja, man, first try.
stell mich schon wieder an wie ein Vollidiot. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich erst. Vorne, das ist schon dead, ja. Jetzt kriegen wir vielleicht die Maxi auch mal dazu, dass sie ein bisschen spielt. Schauen wir mal. Yes, sir. Da links ist eine Bank. Alter, ohne Neiden wäre ich auch schon lost. Links ist eine Bank. Ja, jetzt bin ich aber tot. Weil dumm. So. Ich wünsche dir viel Spaß im Lurk. Viel Spaß im Lurky. Viel Spaß im Lurk. Ines. Dann schauen wir mal, ob wir später so vielleicht mal irgendwie schaffen zu quatschen. Aber ihr seid ja eh immer ewig online, ne? Lol, nicht unten. Links. 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 Ich möchte nur später wissen, ob Maxi nice Karten bekommt. Ja, die soll jetzt... Ich muss das noch machen. Die muss jetzt hier erstmal ihren Job machen und quatschen. Ich muss gerade noch mein Eis essen. Ja, nein, du musst jetzt auch hier mitspielen. Du musst quatschen und die Leute unterhalten mit deiner Maxigkeit. Wie gesagt, mal gucken, wie lange Erik live ist. Und wie lange wir generell wach sind. Liebe Grüße und viel Spaß, ich bin aber direkt wieder raus. Jo, schön und dass du kurz da warst, Jolly. Danke, dass du kurz da warst. Zeffi ist am Start. Was geht ab, Zeffi? Wie geht's dir? Und Zeffi, gab's bei dir Döner? Ich spiele einen Scheiß zusammen. Ah. Was ist denn hier los? Verdammt, ja. Verdammt, ja. Ich wollte heute auch einen Döner essen, hab's aber nicht. Yes, Sir, siehst du? So gut bin ich. Ich darf Maxi ein bisschen Overwatch spielen. Was am Arsch. Ich hab leider schon wieder nur Coca-Cola. Soll ich dir Wasser geben? Ja. Hättest du kurz mein Eis? Ich will dein Eis nicht halten. Oh. Okay, ich halte dein Eis. Ist schon okay, dann nehme ich den Mund. Maxi trinkt meistens bei Wassermarsch auf. Ich trinke sowieso zur Zeit mehr als Daniel. Die Maxi hat eh keine Übung mehr in Overwatch. Nee. Eine Runde Rank, ich bin dabei. Ich spiele Anna. Jetzt habt ihr Spaß im Logins. Danke, dass du da warst. Aber Gamer, ich muss auch Pokémon spielen. Ja, aber nicht jetzt. Und ich habe ja einen Gamma, wir haben ja einen Gamma in unserem Discord. Ach, ich habe euch noch gar nicht begrüßt, Gamma, warte, das erledige ich schnell. Der Neiden hat gesagt, hier ist irgendwo eine Bank. Wäre ja voll gemein, wenn ich jeden begrüße außer Gamma. Warte. Hi, Gamma. So, das wäre jetzt auch erledigt. Oh, hallo. Es scheint, als wären wir beide etwas vom Pfad abgekommen. Ich kann kaum glauben, dass diese staubigen alten Straßen zu solch einem üppigen, lebendigen Ort führen. Genau, zurückgeschrieben. Hallo. Dieses Gebäude legt eine Form von Anbetung nahe, auch wenn sein Götze offenbar längst vergessen wurde. Es eignet sich ebenso gut für einen Augenblick der Rast. Kannst du... Ich habe da draußen einen merkwürdigen Burschen gesehen. Der See schien ihn ziemlich zu beeindrucken. Ich hatte geplant, ihn zu grüßen, aber dann begriffen, dass ich mich wohl erst um meinen Nagel kümmern sollte, für den Fall, dass das Treffen ungut verläuft. Aha. Der Nagel sieht nach einem ausgezeichneten Werkzeug aus, aber er weist Zeichen der Abnutzung auf. Ich würde wetten, dass er dich dort oben weit bringt, jedoch befürchte ich, dass du hier unten schon bald auf Gefahren treffen wirst, welche die an der Oberfläche weit übertreffen. Das Problem ist, erstens haben wir kein Overwatch installiert, zweitens müsste ich das auf die Xbox, müsste das auf der Xbox erstmal alles aktivieren. Außerdem wisst ihr, was ich richtig kacke finde an Overwatch. Also ich muss jetzt ganz kurz... Rant mal ein bisschen. Nee, jetzt wirklich nur 20 Sekunden, das muss ich jetzt einfach mal erwähnen. Die haben in Overwatch, ne, egal welches Rank du warst, haben die, deswegen habe ich kein Overwatch 2 mehr gespielt, weil mich das so aufgeregt hat, haben die den ganzen Erfolg gelöscht, den du hattest, und du wurdest einfach so low eingestuft, egal ob du, keine Ahnung,
Master warst, oder High Master oder Diamond, was auch immer, die haben dich so low eingestuft, egal ob du gewonnen oder verloren hast. Dein ganzer Fortschritt war einfach komplett kaputt. Und das hat mich aufgeregt. Ich hatte ein Team gespielt, wir hatten zum Beispiel einen Super Tank, auch Top 500, auch High Rank, bla bla bla. Und der wurde zum Beispiel, ich glaube, Silber eingestuft. Bronze oder Silber? Ah ja, da gibt es ja nur noch Stufe, Silberstufe 1 bis 5, glaube ich, gibt es da inzwischen nur noch, ne? Also die Low Silberstufe. Und mein Rank war nicht viel besser. Meins war sogar noch schlechter. Und da habe ich für mich gesagt, also klar, du könntest dich easy peasy hochspielen, ist alles cool und gut, ne? Aber da habe ich für mich gesagt, die haben den ganzen Fortschritt in den Jahren, wo man sich erarbeitet hat, ne? Einfach gekillt. Und ich weiß, dass ganz viele Master- und High-Master-Leute das Problem hatten, also auch viele Top 500-Leute das Problem hatten, dass ihr ganzer Fortschritt, also die haben sich auch wieder hochgespielt, das war jetzt nicht das Thema, aber ihr ganzer Fortschritt einfach kaputt war, weil die das Rank-System resettet bzw. komplett neu gemacht haben. Sehr enttäuschend. Und die mussten dann halt mit Silber, Bronze oder Gold zusammenspielen eine Zeit lang, wo es da gar nicht darum ging, das Spiel zu gewinnen, irgendwelche Strategien rauszuhauen, sondern einfach nur dumm Kills zu machen. Also es war wirklich wortwörtlich eine Schande. Und vom Shop möchte ich gar nicht erst anfangen, ne? So, Overwatch 2 ist eh verarsche mit dem nicht kommenden PvE-Modus, aber macht trotzdem Spaß manchmal. Das Heftigste bei Overwatch finde ich einfach nur, dass die am Anfang, als Overwatch der erste Teil rausgekommen ist, schon versprochen haben, es wird Story-Modus nachgeliefert und so bla. Ja. Und dann einfach das ewig, ewig, ewig verschoben haben. Und nur das war der Grund der für nur, Overwatch 2. Nur um dann Overwatch 2 rauszubringen und immer noch kein PvE-Modus in den Story-Modus reinzupacken. Mhm. Ist so dumm. Ja. Das ist einfach wirklich ärgerlich, meiner Meinung nach. Weil wenn du etwas versprichst und nur darauf basierend ein Games machst, also ein also Overwatch 2 auf ja von den Story-Modus, und das nicht mal einhalten kannst, dann hast du einfach, das Spiel hat, Overwatch 2 hat einfach keine Daseinsberechtigung, ehrlich zu sein. Nee, hat's auch nicht. Und dafür die Server von Overwatch 1 halt abzuschalten, okay, es ist Free-to-Play, ja, ich verstehe das alles, aber trotzdem, Nee, das macht auch keinen Sinn mehr. Aber trotzdem ist es schön, wenn du noch Spaß davon hast und es freut mich auch. Aber ich kann es nicht mehr spielen, weil das hat mich schon tief geärgert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Hauptsache Flächen für ein Spiel, was nur ein Major-Update für Overwatch 1 hätte sein können. Richtig krass. Was ich auch so hart finde, also ich finde, ich habe überhaupt kein Problem mit Battle Pässen. Überhaupt nicht. Solange man sich diese Battle Pässe nur einmal kaufen muss. Also ja. Wenn du dir den Battle Pass einmal kaufst und dann innerhalb des Battle Passes quasi so viele Punkte verdienst, um ihn dir wieder kaufen zu können, dann ist Battle Pass der Shit. Aber das, also in Overwatch ist es ja so, dass du, also vor allem die Maxi, die hat glaube ich alle Skins gehabt. Ja, also nee, alles. Ich hatte nicht alle Skins, aber ich hatte, die hat so von jedem Charakter ungefähr einer oder zwei gefehlt. Also ich habe wirklich viele Skins gehabt. Ja, ich hatte gedacht, du hattest alle. Du hattest doch bei manchen hattest du doch alle. Ah nee, Skins. Nee, ich glaube nicht. Du hattest nicht alles bei allen. Ich hatte jetzt keine, also es sind ja aber 38 von 38 oder 54 von 54. Und mir hat der ein oder andere Sticker mal gefehlt oder der ein oder andere Spruch. Als die Maxi aufgehört hat, also als Overwatch 2 rausgekommen ist, hatte sie 150 Lootboxen noch über, einfach nur, weil sie sie nicht ausgegeben hat, weil sie eh immer eine Pulle gekriegt hat. Ja. Die konnte sich jeden Skin, den sie haben wollte, immer direkt kaufen, weil sie so viele Points gehabt hat. Das stimmt, ich hatte viele Points. Ich habe aber auch schon, bevor Overwatch 2 angefangen hat, habe ich schon ein Jahr oder eineinhalb Jahre schon vorher aufgehört zu spielen. Oder ich habe halt nicht mehr wirklich viel gespielt. Das hatte halt so seine Gründe. Man weil die Gang sich auch aufgelöst hat ein bisschen. Ne? Ja, auch. Nee, aber nicht nur, weil ich ein Arschloch bin. Nee, ich hatte ja auch dann Kontakt noch mit LT Board und so. Mhm. Und also der, weißt du, der Ja, Leute. Ja, ich war schon. Und nee, es war auch Real Life einfach wichtiger. Also man musste auch mal irgendwann Prioritäten setzen. Die habe ich selbst leider nicht geschafft zu setzen, aber die habe ich mit Hilfe von Doc geschafft zu setzen. Das ist sehr freundlich ausgedrückt, gell? Aber nee, ist schon wirklich so. Und ich dachte so zum Beispiel, was Gamma jetzt geschrieben hat, weißt du noch, wo Overwatch 2 angekündigt wurde mit dem Story-Modus? Ja, voll. Da habe ich doch noch gesagt, boah, ein reines Singleplayer-Spiel von Overwatch, ne? Ich bin die Erste, die das kauft. Und ich habe sogar noch gesagt, für Vollpreistitel, ne? Für Vollpreisgeld. Und
dass sie das so an die Wand gefahren hat, also Blizzard. Blizzard ist für mich eine einzige Enttäuschung. Deswegen vertraue ich Diablo 4 auch nicht. Der Shop ist ja von Diablo 4 auch eine dreiste Scheiße, muss man ja auch ehrlich sagen. Blizzard, ich schenke Blizzard keinen einzigen Funken mehr an Vertrauen. Wie du? Was? Vor allem, du kannst ja jetzt die ganzen Special League wiederholen, wo es hieß, dass die nicht mehr kommen. Ah. Achso, so diese Stories meinst du, diese kleinen Stories und so. Ja, ja. Ich hab sie tot. Das war vorher, das war gestern übel, der Krampf. Die haben mich einfach zerfetzt, die zwei. Das war jetzt easy. Ah, jetzt sag ich ja, gut von Overwatch. Ich muss jetzt einfach mal so erwähnen, was ich das. Vieles enttäuschend für mich war. Ja, schon. Und doch noch eine Sache will ich erwähnen. Nee, die Overwatch League. Ach, die League Skins! Die Skins sind einfach komplett überteuert, so ist es. Baldur-Panzer. Aber die kosten noch diese League Points, ne? Oder sind die jetzt in anderer Währung? Nee. Die waren damals. Da waren ein paar richtig geil, ja. Boah, da waren ein paar richtig geil. Dir sind aber auch gestern Abend fast die Fensterläden zugefallen, als du hier warst. Was meinst du, Zeffi? Ja, 20 Euro. Schaut euch das mal an, ne? Das Kind kostet 20 Euro. Das musst du eigentlich sofort boykottieren. Alter. Leute, das könnt ihr ja. Hallo Lexi, schön, dass du da bist. Hallo Lexi, schön, dass du da bist. Ihr müsst euch das echt überleben. Investiert da keinen Cent rein. Das haben die einfach nicht verdient. Ich sag's euch, wenn ihr daran Spaß habt und das spielen möchtet, bitte tut euch keinen Zwang an. Aber ach bitte. So, ja, stimmt, ja. Das kann sein, ja. Das hast du gut aufgepasst. Aber bitte, bitte, bitte investiert da kein Geld rein. Ne? Das haben die wirklich bei. Bei Gott nicht verdient. Nee, bei Gott haben die wirklich ehrlich. Der Brustkrebs-Skin, viermal den Brustkrebs. Der Brustkrebs-Mercy-Skin, das fand ich auch cool, aber ich glaube halt trotzdem nicht, dass sie alles gespendet haben, weil sie halt eh immer lügen und das finde ich ein bisschen. Aber schade. Der ist so hübsch, gell? Der ist so hübsch, der Skin. Ich war zum Schluss Enna-May und ich hab Enna so geliebt, ne? Oh, der hat so Spaß gemacht. Und die hat einen Skin. Ihr wisst ganz genau, wen ich meine. Diesen kleinen Katzen-Gold-Skin, den finde ich so cool. Der einzig beste Skin so für Enna. Den finde ich echt cool. Mercy hat aber viele schöne Skins. Das muss man schon sagen. Die hatte echt schöne Skins teilweise. Ich habe einen Lieblingsskin in Overwatch. Ich habe so diesen Hexenskin, den habe ich so brutal gefeiert. Ja, den habe ich sogar Besen, gezeichnet. Ja. Ja. Ach, der war so hübsch, ne? Oder der griechische Skin, ne? Wo sie diese griechische Göttin war. Der ist auch total. Also, Mercy hat wahnsinnig schöne Skin. Ich finde, der geilste Skin ist von Pharah, der, wie heißt der? Mecha-Skin. Ja. Der blau-rot-weiße, der sieht so geil aus. Oh mein Gott! Jetzt kommt ein extra großes Niton. Pass auf, Niton. Vielen, vielen Dank für den Zap. Schau dir das mal einer an. Danke für die 3 Monate am Stück. Oh mein Gott, danke schön, Niton. Vielen Dank. Das ist voll süß. Reinhardt Skin gab's auch richtig coole. Und bei May Skin, dieser alte 50er Jahre Skin, der war toll. Der mit diesen Pastellfarben, der war richtig süß. Oh, ich mochte Snowflake so gerne bei May. Habe ich sehr geliebt. Nur ein Viertel davon gehört. Ja, ich hab bei dem Mikrofon eingestellt, dass es nicht zu krass übersteuert, weil ich habe nämlich das Video von unserem Fatty Kill gehört und da ist das der Alter. Warte, Niton. Ich stelle mich jetzt hinten in die Küche und mach's nochmal. Warte. Niton. Okay, pass auf. Fenster zu. Warte, Fenster zu. Schauen wir mal, ob man das hört. Okay, ich will 3 Monate haben. Ciao! Ist fast nichts durchgegangen. So, ich will nicht sagen, ich bin planlos, aber yo, Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Nein, sag mir mal, wo ich hin soll. Sie steht halt einfach wirklich auf der anderen Seite der Wohnung. Ah, mir tun so die Arme weh, weil ich heute Fat Push-Ups gemacht habe. Der Muskeldog. Wir haben zu danken, Niton.
So, warte, 350 Overwatch League Points kostet ein Skin, 400 Points kosten 300, kosten 3, also hier, 350 Overwatch League Points kostet ein Skin und 400 Points kosten 23,99. Ja, kompletten Arsch auf. Hier.